So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Das letzte Mal haben wir das Filmunternehmen, da oben sind verstecktes Päckchen. Das letzte Mal haben wir das Filmunternehmen gekauft und haben auch schon die erste Mission erfüllt. War, ja, nicht allzu leicht, möchte ich behaupten. Kommt da gar nicht hoch, so weit, ohne weiteres, war. Tja, war nicht ohne, war stressig und wir machen jetzt einfach weiter. Flype ist auf Fliegen, ich weiß es nicht so genau. Der Dildo Dread, okay, das klingt doch nach Fliegen. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poon tank. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys got to try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Oh, Mann. Hinter dem Studio steht ein altes Wasserflugzeug, das man als Requisite für einen Indie-Film diente. Benutzt es, um die Flyer in der Stadt zu verteilen. Da stand Indie mit Y, ne? Nicht IE, also nicht Independent, sondern tatsächlich Indiana Jones, meint er, glaube ich. Das irgendwie aus, weiß ich nicht, Indiana Jones 1, wo wir abhauen, oder das ist pink. Ja, das ist nämlich unser... Ja, so ist ja ein Checkpoint aus, mit dem Abwurf der Flyer zu beginnen. Moment! Immer tanken halt. Das ist nämlich unser Liebster hier. Ich glaube, es ist nämlich der Dodo. Das stand da jetzt nicht. Ups. Oh, ich kann die Kamera. Oh. Ich weiß leider nicht, wo ich die Dinger abwerfe. Vielleicht geht es auch erst, wenn ich ja dem entsprechenden Punkt bin. Bam, 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 bam. Wie weit ist denn das noch? Das ist bei Vercetti Estate. Ja, okay, wo ist der Punkt ganz? Ich wollte eigentlich... wäre vielleicht auch klüger gewesen, es andersrum zu machen. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht passiert das automatisch. Ja, okay, es passiert automatisch. So, jetzt die ganzen Flyer, ey. Sind ja zum Glück nicht viele oder so, ne? Wo wären wir denn? So macht man Promotion, meine Freunde. Ja. Achso, ich muss dann immer... Ah, okay, so funktioniert das. Dem, dem, dem. Du Chat, ey. Wow, wieder ein Missionsname, du. Ach, du Heilige. Nee, oder? Tatsächlich, oh, war ja. Ah, sag, das Ding fliegt sich tatsächlich ganz gut eigentlich. Doch, komme ich ganz gut mit klar. Es kackt mich so von alleine ab irgendwann. Das heißt, ich kann eigentlich... da fliegen, wo ich will. Hoppala. Oh, dahin. Das hätte ich nicht erwartet. Wäre doch klüger gewesen, zuerst mit den hinteren da anzufangen. Dann hätte ich nämlich weniger Verbrauch von dem Tankinhalt. Skimmer. Ich kenne Skimmer nur als Gerät irgendwie bei... Pools. Aber gut. Puff, puff, puff. Hier wieder die komische Anlage hier, in der wir einfach nie waren. Keine Ahnung, was das ist. Auch nichts, was man sich kaufen kann, glaube ich. Mit Le Creux. Okay.
Ja, okay, Hälfte des Tanks haben wir noch. Das kriegen wir schon irgendwie hin, glaube ich. Natürlich muss ich in die andere Richtung. Wenn ich natürlich immer hin und her. Da ist die Stelle. Wenn ich natürlich wieder immer hin und her fliegen muss, dann ist das natürlich eine andere Sache. Ja, es wäre echt klüger, wenn es andersrum zu machen, ne? Ich würde auch gerne erkennen, wie die Flyer aussehen, aber das kriege ich wohl nicht. Und wenn ich die Schulter lassen drücke, kann ich nur zur Seite gucken. Kann ich zur Seite fliegen. Das ist irritierend. Gut, dass ich den Controller nochmal angemacht habe in der... Nach der letzten Folge. Habe ich gar nicht erwähnt, glaube ich, aber habe ich... Habe ich getan, wie man vielleicht merkt. Ich fliege nicht mit der Maus und Tastatur so gut. Macht doch Spaß. Vor allen Dingen mit dem Flugzeug hier, das fliegt sich echt gut. Besser als der Dodo in GTA 3. Wenn es denn überhaupt der Dodo ist hier, ich weiß es nicht so genau. Ich kenne mich ja bei den GTA-Fahrzeugnamen leider echt nicht aus. Aber jetzt muss ich nochmal. Na gut, geht auch. Oh, weia. Moment. Ah, okay, das war's. Wir sind erfüllt! Wum, bam, bada, bam, bam. Wow, da baue ich einen halben Unfall. Da ist wieder die Stelle. Da hier ist der Heli. Später. Mal gucken, ob ich den gelandet kriege. Ich bezweifle es, um ehrlich zu sein. Vielleicht, ja, warte mal, vielleicht? Wenn wir schon mal hier sind. Nee. Ich habe so viel Geschwindigkeit verloren. Mist. Sonst hätte ich versucht, da oben drauf zu parken, dass ich das Päckchen sammeln kann. Aber gut. Dann dich. Yo, nächste Mission. Schaffen wir noch dicker, ne? Ein Mann namens Martha. Okay, what's the problem now? After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then we... I don't give a crap about that! Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Totally got that. Was that part of the, or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Ah, okay. Oh. Oh. So, erstmal wichtige Fotos machen. Drücke die Brrrr. Hier weg zu zoomen. Aha. Oh, ah, okay. Okay, das ist ja so ein Gerät hier eigentlich, was ich für die entsprechende Mission auch brauchte. Der Sparrow, genau. Voll Candy Stretch Limo. Das ist eigentlich genau der Heli, den ich für die Challenge brauchte an der Stelle. Vielleicht kann ich ihn ja hinfliegen danach. Aber nee, mache ich mal lieber nicht. Bevor ich da noch irgendwas kaputt mache. Ich erinnere mich gerade an eine Mission. Kommt die? Nee, ich erinnere mich noch an zwei Missionen, die eigentlich doch beide hier für den. Oder? Naja, nee. Ich habe zwei Missionen noch im Kopf, zwei schwierige Missionen. Aber es kommt ja dann noch eine in dem Missionszweig hier. Und ich dachte, beide wären beim Filmstudio. Dann ist die andere wohl bei einem anderen Unternehmen, was noch fehlt. Aber eigentlich fehlt ja dann auch nur noch eins, ne? Beziehungsweise, ja. Eigentlich noch die Druckereibetriebe mit tatsächlichen Missionen. Ansonsten fehlen mir noch, ja, der Pole Position Club, wo ich allerdings was anderes machen muss. Ich will noch nicht verraten, was. Es ist interessant, wie meine RB-Taste jetzt auf einmal wieder halbwegs funktioniert. Okay, ich habe nichts gesagt.
Ja, das waren auch die einzigen beiden Unternehmen, die, glaube ich, noch fehlen nach dem Filmstudios hier. Bin mal gespannt. Lass mal unverbauen. Ich finde es gut, dass ich nicht zu nah ran kann, scheinbar. Mann, mir wird gerade ein bisschen kalt, um ehrlich zu sein. Ach, oder ist das vielleicht sogar... Nein, das könnte doch die Mission sein, die ich gerade im Kopf hatte. Die hier schon. Ja, ist ja, glaube ich, auch. Weil hier, das hat mit einem der Hochhäuser hier zu tun. Oh nein. Die Mission war ätzend, aber ich habe 150 Leben. Vielleicht... Schaffe ich es ja, aber ich habe kaum Waffen, ne? Na gut, ich bin ja kompetenter geworden. Vielleicht kriege ich das hin. Na, ich erinnere mich, dass da eine... Das ist gleich eine sehr... anstrengende Mission wird, ja. Ich hätte gern noch mal mir irgendwie Munition geholt oder so. Hoppa, uiuiuiui. Okay. Du hast drei gute... Was? Kompromittierend wurde es von bla. Pika Charity Toy gegenüber deines Behörden dürfte eine ideale Position sein. Ja. Es gibt eine Seitentür, durch die du in das Hotel kommst. Ja. Richtig. Aber nicht hier. Wo ist denn die jetzt? So, die an der Seite. Boah, ich finde das jetzt wieder zum Kotzen hier. Ja, was wollte ich sagen? Achso. Aber nochmal, falls es wen interessiert, ne? Die Candy Sucks wird von einer Pornodarstellerin gesprochen. Ja, wie hier Seitentür. Willst du mich eigentlich verarschen? Oder muss ich tatsächlich auf den Boden? Ich muss, glaube ich, doch auf den Boden, ne? Es ist ätzend. Die Mission ist ätzend. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, wie ich hier reinkomme. Ah, okay, tatsächlich hier. Weil ich meine, dass es jetzt hier noch ein bisschen zur Sache geht mit... Ne? Ich muss hier ein paar Leute abknallen, glaube ich. Denen das nicht gefällt, dass ich hier langlaufe. Meine ich. Vielleicht auch erst beim Rückweg, das kann auch sehr gut sein. Ein bisschen Muni habe ich zum Glück. Hier schon raus zufällig? Nee. Ja, geil. Ich brauch drei, ne? Martha, someone's watching. How kinky. Fünf Sterne. Ja, so war das. Oh Gott, bitte nicht, ey. Oh, das war so ein Maximum ätzend. Aber ich habe mein Heli immerhin geparkt. Ich könnte gleich abheben damit und mich einfach direkt verpissen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, wenn die mich... Ja, wenn nicht sowas passiert. Das meine ich halt. Boah, die Mission ist so zum Kotzen, ne? Oh, so ein Blödsinn. Guckt euch das an, wie absolut behindert das wieder ist, die Mission. Boah, das ist ja richtig ekelhaft gewesen. Ja, keine Sekunde Zeit, mich zu wehren oder so. Oh, ich krieg das Kotzen. Weißt du, warum ich das Kotzen kriege? Weil ich jetzt nochmal diesem Scheiß... der Scheiß Otze da folgen muss, ey. Oh, ist das behindert. Speaking as a sensualist, and by that I mean a very narrow-minded, id-centered man of peace, travel. I recently went to Europe. I think you see it for a week. You really see what's wrong with this country when you visit a European utopia.
Things like a journey, public transportation, healthcare, leather shorts, mustaches. When I went to Belize, I helped some villagers clear some land for an environmentally friendly coal mine. Ich hätte mir noch mal irgendwie Rüstung holen sollen oder so. If we're going to get anywhere, my dad gave me the money to set up an exciting trust there. But how does that help the people in Vice City from worrying about whether they're going to get work? Steige deine hässliche Limo. Dankeschön. What drives a man to just take? What we need are more after-school sports like choir or drama, so people can learn to express themselves properly by singing or pretending to be a tree. Have you ever heard a whale sing? It's a lonely form of beauty and some very ancient wisdom. Helping people to help themselves with drama and choir and flowers and my dad's money. Boah, ich hasse diese Mission, ne? Tommy, your ideas are pathetic. It's no wonder that mankind has woken up one day to find me in charge, amigo. Mr. Shrub, you got elected on a campaign promising to reduce taxes to zero. But under your stewardship, we've seen taxes go up by 20% and services decline. Nobody is interested in your statistics, Chavez. Warum kommt der Postmann nicht und gibt mir Red Dead Redemption 2? Ich hasse es. Ich hasse heute alles, ey. I shall not, I cannot stoop to your level. They assured me this was a show that understood. Siehst du, wie gleich wieder ein Brief im Briefkasten ist? Hm, die waren nicht da. Nicht mal geklingelt. Arschloch. Das wäre ja mein was, er könnte es immerhin abholen, ne? Aber wenn dir gar nichts mehr passiert, dann fange ich auch noch an zu weinen. Es ist halb zwei, ne? Ich habe genug Zeit, so ist es ja nicht. Aber. Ach nein, jetzt habe ich ja. Ich habe ja gar keine Waffen dabei. Ja, damit kann ich das eh komplett vergessen. Hier, komm. Verrecken. Tue ich nicht mal. Das macht auch gar keinen Sinn hier. Wow! Ach, leck mich doch am Sack. Die Mission geht mir richtig auf den Piss, ne? Oh. Sorry, dass ich gerade so angepisst bin, aber die Mission geht mir halt echt auf den Sack. Die ist richtig bockschwer. Hast einen Speier raus von mir. Ich mach die Mission jetzt nicht mehr, ne? Ich fahr jetzt irgendwie hier. Wir näher rennen hier. So ein bisschen nah. Ich werde mir jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, was holen. Hier ist ein Ammunition. Achso, ist da drin ein Ammunition. Ich werde mir jetzt irgendwie Rüstung holen, ein bisschen Waffen und werde ich da vorne abspeichern bei dem. Davor abspeichern und dann können wir das nächstes Mal easy machen. Ah, ist das zum Kotzen. Bla 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 bla. Zack. 300 Leben, ne? Soll ich das ja wohl schaffen. Präzisions. Präzisions, Ich meine, die Waffe ist nicht gut. Ich hätte gern so eine richtige Waffe auch mal. Aber das gibt's hier leider nicht. Ist ein bisschen traurig. Müssen bald mal die Läden überfallen. Aber da nämlich auch bald mal abgehakt. Wäre nicht allzu verkehrt. Hey. Gib mir den Wagen. Ich fahre jetzt zwar kein Taxi, aber gib mir den Wagen. Neon. Zurück zum Filmstudio. Ja. Das macht doch Spaß. Oh Mann, warum bin ich so angepisst? Ich wäre es gern nicht, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist heute irgendwie doof. Es regt mich jetzt ein bisschen auf mit Red Dead Redemption und das einfach hier. Wenn diese Drecksmission kommt, wo mich aber der erste Bruder in einer halben Sekunde von 150 auf 0 gebracht hat. Das ist schon nicht ohne. So. Ich muss auch pissen. Dann hol ich mir nochmal die Wumme hier, dann haben wir nochmal 60 Schuss damit, ist ja auch nicht verkehrt. Dann gehe ich speichern und jo. Dann verabschiede ich mich schon mal für heute. Ich glaube, die ist ein bisschen kurz geworden, die Folge, aber hey. Zeige euch, wie es noch den Speichervorgang hier, zack, zack. Können wir mal. So, wir können mal hier ein bisschen gucken. Guck mal, ne? Jetzt haben wir hier schon, sieht man auch die ganzen Läden, die wir schon gut gekauft haben. Wie gesagt, Druckereibetriebe fehlen noch. Wie das Filmstudio auch das einzige ist, was nicht so einen Kasten hat, ne? Druckereibetriebe fehlen noch und der Pole Position Club. Auf der Insel und die Druckereibetriebe irgendwo hier, glaube ich. Ja, dann haben wir es auch schon bald, ne? Wie gesagt. Challenges, dann hier das Stadium noch füllen und die Sammelaufgaben mit Rampages und
Läden überfallen. Ja, wir haben auch schon statistisch ein paar 50er, 57%. Ich weiß nicht genau, wie viel wir am Ende haben werden. Wir haben schon deutlich mehr als die Hälfte, keine Sorge. So lange dauert das Spiel nicht mehr. Ich wundere sowieso, dass so viele Prozente fehlen, ne? Vielleicht haben wir am Ende nur 60% oder so, weil die anderen Cyberpunk-Spiele so viel zählen. Ich weiß es nicht. Naja. Gut. Die Armokfallen wird noch lustig. Aber das kriegen wir hin. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.